Und damit Ihnen zu Hause einen schönen Sonntag. Hallo. Ja, Barcelonas Torhüter Marc-André Ter Stegen hat uns eines seiner ganz seltenen Interviews gegeben. Außerdem, da geht es heute im deutschen Basketball um den ersten Titel des Jahres. Pokal-Endspiel steht an, Bayern gegen Alba. Zudem blicken wir auf die Winterstars von morgen. Nachwuchs-Olympia im norwegischen Lillehammer. Und wir sind mittendrin im Champions-League-Achtelfinale. Wolfsburg hat das Hinspiel ja schon hinter sich. Die Bayern sind diese Woche dran. Und gut, dass wir Holger Stanislawski heute bei uns zu Gast haben, der mit uns natürlich einen Ausblick wagt. Holger, erstmal schön, dass du da bist. Hallo. Aber bevor wir uns um die Königsklasse kümmern, die Meldung des Tages kommt aus der Bundesliga. Ein bisschen Ruhe auch bei diesem Club dann einkehren wird. Schauen wir mal. Und ja, Schalke ist dann vielleicht im nächsten Jahr dann mit Christian Heidel wieder dabei in der Champions League und steht dann da, wo die Bayern sich aktuell befinden, nämlich vor dem Hinspiel im Achtelfinale der Königsklasse. Das ist die schwierigste Aufgabe für die Münchner in dieser Saison. Ja, spannender Spieltag. Dazu haben wir noch das Top-DL mit dem Titelverteidiger Barcelona zu Gast in London beim FC Arsenal. Und Hermann Falkieser, der stimmt uns jetzt mal auf das Achtelfinale Teil 2 ein. Dann sprechen wir über die Bayern. Holger, man hat das Gefühl, komplett diesem Spiel jetzt gegen Juventus Turin ausgerichtet sind. Ja, ausgerichtet. Turin in dieser Champions League-Saison zweimal gegen Gladbach gesehen, nicht zu 100% überzeugt. In der Liga haben sie bis zu dem Wochenende allerdings 15 Siege hintereinander eingefahren. Jetzt gab es am Wochenende in Italien in der Liga ein Unentschieden. Kriegt es Bayern, kann man sagen, mit dem besten Turin zu tun, das es momentan gibt so in der Saison? Schlagen können. Ganz kurz noch in Zahlen, wie viel Prozent, welche Chancen rechnest du den Bayern dann ein am Dienstag? Ganz aus. Okay, und damit richten wir jetzt den Blick auf die Bundesliga und zwar auf den 22. Spieltag. Das rettende Ufer ist für die TSG Hoffenheim nicht mehr weit. 2 Punkte bis zum Relegationsplatz. Kevin Volland hat gestern nach dem Mainz-Sieg gesagt. Gerichteten Fußball und weg von der Defensive. Also kann man schon sagen, das ist so der Hoffenheimer Weg, mit dem damals Gisdol auch die TSG vor dem Abstieg bewahrt hat? Absolut, es ist nicht. Ja, und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Spieler auch dieses Alte, was jetzt neu wieder zurückgekommen ist, dieses Spielsystem, dass sie sich darin wieder sehr wohlfühlen. Hören wir mal rein bei Kevin Volland. Klingt übersetzt fast so ein bisschen so, als hätten sie richtig Spaß bei der Arbeit wieder. Sie haben wieder Spaß, er spricht die Sprache der Spieler, er kennt natürlich auch viele aus dem Nachwuchsbereich und dementsprechend ist das, glaube ich, auch genau das Richtige, was jetzt gerade passiert ist, um die Liga noch mal gesehen. Absolut, wir haben es absolut auf dem Platz auch gesehen, hat. Und das zeigt, dass diese Mannschaft intakt ist. Dass wir sehen, dass man so auf den Vorbereiter zeigt, nicht auf den Torschützen. Ja, normal ist eigentlich derjenige, der den Jubel mitverdient hat. Wir haben noch eine Szene, du hast noch eine Szene rausgesucht. Da sieht man auch noch mal ganz genau dieses Zurück. Viele Tore und dementsprechend ist das auch sehr, sehr positiv zu bewerten im Moment. Und was ja kritisch beäugt wurde eigentlich, was aber nicht eingetroffen ist, die Autorität dieses jungen Trainers mit 28. Haft glauben die Spieler ihm das und das Zweite ist, die Ergebnisse müssen passen. Beide Spiele hätten auch, aber letztendlich ist es so, sie haben 4 Punkte geholt und dementsprechend wird das, was er ihnen natürlich auch verkauft, immer glaubhafter. Und man merkt es bei den Jungs, sie haben viel, viel mehr Selbstvertrauen und sie haben eben auch den Spaß an diesem offensiven Spielstil auch zurückgewonnen. Allerdings könnte man sich jetzt fürs nächste Auswärtsspiel eigentlich einen anderen Gegner wünschen, oder? Es geht zu Borussia Dortmund. Es gibt grundsätzlich erstmal einfache Ausgaben. Im Moment so dieses Selbstvertrauen auch da. Im Netz zeichnet sich so ein bisschen der Trend ab, dass jetzt alle mit dem neuen Trainer Nagelsmann glauben, dass die TSG in der Liga bleibt. Stimmst du dazu? Wir wollten eigentlich an der Stelle schon mal ein Sonntagsergebnis aus der Bundesliga vermelden. Leverkusen ja gegen die angesprochene Borussia aus Dortmund. Aber da ist das Spiel noch nicht um. Da gab es eine Spielverzögerung. Aktuell steht es da 1:0 für den BVB. Pierre-Emerick Aubameyang hat es gemacht in der 64. Minute. Wie es ausgegangen ist, liefern wir auf jeden Fall noch nach. Holger, wir wollen ganz kurz einen Abstecher noch mal machen auf den ja wohl besten Verein der Welt zurzeit, Barcelona. Da steht Marc-André Ter Stegen zumindest in der Champions League zwischen den Pfosten. Traust du es ihm mit seiner Mannschaft zu, als erstes Team überhaupt diesen Titel in der Königsklasse zu verteidigen? Ich glaube, dann auch zu schaffen. Und ich würde mich natürlich für Marc-André Ter Stegen auch unheimlich freuen, wenn er dann auch am Tor steht. Wäre ja auch schick, ne? Wenn man dann so einen Titel gleich zweimal gewinnt. Ja, und Lionel Messi, der hat über Marc aus dem beschaulichen Gladbach rein in den Hochadel des europäischen Fußballs. Und Barca hat Erfolg mit ihm, wegen ihm. Nicht nur Traumfabrik, aber auch. Und nicht nur Stammspieler, aber auch Andreas Kürten.
Und Marc-André ter Stegen, der ist in der Königsklasse am Dienstag schon gefragt, dann in London beim FC Arsenal. Und wir senden ja wie gewohnt für Sie am Mittwoch live aus der Champions League. Dann auch mit den Highlights Juve Bayern und natürlich Arsenal gegen Barca. Ab 19:20 also das Champions League Magazin und ab 20:25 live die Partie dann Eindhoven gegen Atletico Madrid. Anderer wichtiger Termin, der nächste Woche ansteht, ist am Freitag die Präsidentschaftswahl des Fußball-Weltverbandes. Wer wird der neue Big Boss der FIFA? Diese fünf Kandidaten hier stehen zur Auswahl, doch eigentlich deutet alles eher auf einen Zweikampf hin zwischen nur zwei Kandidaten. Gianni Infantino, UEFA-Generalsekretär, und der Scheich aus Bahrain, Al-Khalifa, Präsident des Asiatischen Verbandes. Und dessen sind sich die beiden auch bewusst. Macht damit also 2 aus 5. Und bei Al-Khalifa schaute die Ethikkommission zuletzt allerdings wegen eines Verdachts auf Menschenrechtsverletzungen ganz genau hin. Ob der Korruptionssumpf dann in Zukunft tatsächlich besser wird, bleibt mal abzuwarten. Die FIFA muss in diesen Tagen aber nicht nur 9 Präsidenten wählen, sondern sich aktuell auch den Korruptionsskandalen stellen. War dieses Sommermärchen 2006 bei uns in Deutschland jetzt tatsächlich gekauft? Diese WM-Vergabe, die bringt die Ermittler gerade noch mal so richtig ins Schwitzen. Denn in 2 Wochen, da soll der Abschlussbericht in dieser Affäre präsentiert werden. Und Markus Harm hat eine der Schlüsselfiguren vor der Kamera getroffen. Die FIFA, das Foulspiel der Mächtigen. Diesen Titel trägt die ZDF-Zoom-Reportage am kommenden Mittwoch direkt nach unserer Champions-League-Übertragung. Sollten Sie sich also schon mal vormerken. Holger, du natürlich auch. Kommen wir aber mal zu den harten Fakten. In der Fußball-Bundesliga ist die erste Sonntagspartie rum. Dortmund hat in Leverkusen mit 1:0 gewonnen. Aubameyang war der Torschütze, 64. Minute. Ordnen wir starker Zweiter in der Bundesliga. Holger, danke für den Moment. Wir hören uns nachher im Netz wieder. ZDFsport.de mit unserem Nachspiel gucken wir auf Eintracht Frankfurt. Und wir gucken jetzt ganz kurz auch noch auf die Ergebnisse aus der 2. Aber jetzt weitere sportliche News für Sie und das Ganze in der Übersicht. Von der Platte geht's bei uns gleich ab aufs Parkett zum Top 4 des Basketballs. Wer sichert sich den ersten Titel des Jahres? Wer ist der neue Pokalsieger 2016? Ist es Alba Berlin oder sind es die Bayern? Das zeigen wir Ihnen gleich. Wir wollen uns jetzt den Lindsay Vonns und Severin Freunds von morgen widmen im norwegischen Lillehammer. Der wird nämlich seit letzter Woche trainiert, gefeitet oder vielleicht sogar auch gefeiert, wie bei den Großen. Für die Turniere der Großen. Weltmeister wird man, Olympiasieger bleibt man ja bekanntlich. Und um schon mal so ein bisschen Olympia-Feeling zu schnuppern, da werden jetzt schon zum zweiten Mal die Olympischen Spiele der Jugend ausgetragen. Aber das ist wirklich nur Schnuppern, Susanne Simon. Hat ein bisschen was von nur gucken, nicht anfassen. Mehr Einblicke und vor allem Stimmen aber der jungen Athleten gibt es bei uns online auf zdfsport.de. Und jetzt haben wir skurrile Sportgeräte für Sie, verrückte Outfits und verrückte Typen. Den Sport aus aller Welt von Michael Pfeffer. Sehr schön. Und wenn Uli Hoeneß schon auf das Bundesligaspiel gegen Darmstadt verzichtet und lieber die Münchner Basketballer als Fan tatkräftig unterstützt hier mit so einer schicken Klatschpappe wie gestern im Halbfinale, dann wäre ein Sieg heute im Pokalfinale eigentlich die perfekte Krönung. Aber der Gegner, der ist der erfolgreichste Club der letzten Jahre im deutschen Basketball. Alba Berlin, 8-mal Meister, 8-mal Pokalsieger. Unterm Strich also eigentlich ein wahres Traumfinale für die Bayern, das allerdings fast gar nicht stattgefunden hätte, Norbert Galeske. Alba Berlin, also der neue Pokalsieger im deutschen Basketball und auch ganz neu im deutschen Fußball in der Bundesliga. Es gab eine Spielunterbrechung zwischen Leverkusen. Novum haben wir so noch nie gehabt. Bist du mal geflogen und ja. Ich da eben, ob er nun richtig lag oder nicht. Wollte nicht weg. 6 Minuten Spielunterbrechung. Müssen unfassbar. Wir noch ausführlich diskutieren, Holger, gleich im Nachspiel ZDF.de. Unsere Sendezeit ist nämlich schon rum. Ich darf Ihnen einen schönen Sonntag wünschen. Würde mich freuen, wenn wir uns im Netz vielleicht gleich sofort wiedersehen. Reinklicken, ZDFsport.de. Würde mich freuen. Sonst bis nächsten Sonntag. Tschüss, machen Sie es gut.